eine private Pflegezusatzversicherung abschließen. Ist das überhaupt notwendig? Viele Menschen glauben, sie seien durch die gesetzliche Pflegeversicherung ausreichend versorgt, doch das ist eine Illusion. Denn die gesetzliche Pflegeversicherung reicht schon heute nicht aus, um im Pflegefall alle Ausgaben abzudecken. So kostet ein Platz im Pflegeheim heute im Schnitt 3.200 Euro pro Monat. Doch die Pflegeversicherung leistet nur maximal 1.550 Euro. Den Rest muss der Versicherte aus eigener Tasche zahlen. Reichen die eigenen Altersbezüge und Ersparnisse nicht aus, müssen letztlich Angehörige und Kinder für die Kosten aufkommen. Dieses Problem dürfte in Zukunft sogar noch größer werden. Jeder Dritte über 80 ist ein Pflegefall. Durch den demografischen Wandel wird sich der Anteil der über 80-Jährigen in Deutschland bis 2060 fast verdreifachen. Und somit auch die Zahl der Pflegefälle. Gleichzeitig wird aber in der Pflegeversicherung die Zahl der erwerbstätigen Beitragszahler um mehr als ein Drittel schrumpfen. Die Folge für die Versicherten: eine gewaltige Versorgungslücke. Damit sie gar nicht erst entsteht, ist es wichtig, selbst vorzusorgen. Das gelingt ab sofort leichter, denn der Staat fördert die zusätzliche private Pflegevorsorge. Bereits ab 10 Euro Eigenbetrag pro Monat gibt es 5 Euro staatlichen Zuschuss. Für diese Versicherung sind klare Mindestleistungen und besonders niedrige Verwaltungskosten gesetzlich festgelegt. Jeder Erwachsene kann sie ohne Gesundheitsprüfung abschließen. Die Pflegeversicherung ist umso günstiger, je früher man sich für einen Vertragsabschluss entscheidet. Dann kann schon mit 15 Euro ein deutlich höheres Pflegetagegeld als die gesetzlich festgelegte Mindestleistung von 600 Euro pro Monat möglich sein. Die geförderte private Zusatzversicherung schützt nicht nur den Einzelnen und seine Familie vor Überforderung im Pflegefall, sie entlastet auch die künftige Generation. Sie ist also gut für Jung und Alt.